Hallo, wie macht man eigentlich einen Screencast? Ein Tool für das Verewigen der Bildschirmaktivitäten heißt Istanbul, ein anderes trägt den Namen Byzanz. Es ist bei Fedora Core ganz einfach, diese Programme zu installieren. Ich gehe auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder ich führe den Befehl pyroot aus, gebe das Admin-Passwort ein. Okay. Klicke auf Desktop-Umgebung, GNOME Desktop-Umgebung, optionale Pakete, mache ein Häkchen bei Byzanz und ein weiteres Häkchen bei Istanbul, schließen Anwenden, folge den weiteren Anweisungen. Ebenso ist es bei Ubuntu. Man geht auf Anwendung, hinzufügen, entfernen, sucht nach Istanbul, macht ein Häkchen und folgt den weiteren Anweisungen. Istanbul ist einsatzbereit nach dem Ausführen des Kommandos Istanbul oder ich wandere mit dem Mauszeiger auf Anwendung, Unterhaltungsmedien, Istanbul. Sofort erscheint rechts oben im Panel ein roter Punkt. Aktuell ist die Version 0.2.1. Ein Einstellungsmenü kommt zum Vorschein, wenn ich mit der rechten Maustaste auf den roten Punkt klicke. Ich kann mit einem Häkchen bekannt geben, ob ich die 3D-Funktion, den Mauszeiger und Sound mit aufnehmen möchte. Ich kann in voller Größe, in halber Größe oder in Viertelgröße aufnehmen. Außerdem gibt es eine Funktion, um die Aufnahmefläche festzulegen. Ich klicke auf Select Area to Record. Gehe zum Anfangspunkt und ziehe, während ich die linke Maustaste gedrückt halte, über die Fläche, die dann im Video zu sehen sein soll. Okay, dann mal los. Ich starte den Browser. Und nun Anfang mit der Aufnahme. Als erstes die Einstellung. 3D brauche ich nicht. Sound brauche ich auch nicht. Den Mauszeiger aber schon. Ich nehme in voller Größe auf. Jetzt wähle ich den Aufnahmebereich. Ziehe über den Browser. Okay. Starte Aufnahme mit einem linken Mausklick auf den roten Punkt. Der rote Punkt wird umgehend zu einem Stoppsymbol. Klicke ich auf das Stoppsymbol, ist die Aufnahme beendet. Kann mir die Aufnahme nochmal anschauen. Um sicherzugehen, dass es geklappt hat, und speichere das Video in eine Datei meiner Wahl, zum Beispiel x.ogg. Klicke auf Speichern und das war's. Video gesichert. Ich kann mir das Video jetzt anschauen mit Totem und anderen Videoplayern oder ich kann das Video noch nachbearbeiten. Um das Video nochmal anzuschauen, gehe ich auf Anwendung, Unterhaltungsmedium, Videoplayer, Film, öffnen, klicke das Video an, auf Hinzufügen. Das zweite Tool, Byzanz, nimmt Bildschirmaktivitäten in Animationen, in GIF-Dateien auf, ohne Sound aber, geeignet für kleine Flächen und kurze Zeiten. Ich gehe auf Anwendung, Zubehör,
Terminal. Welche Option es gibt, kriege ich raus mit Byzanz minus Record Leerzeichen minus minus Help Enter. Als Beispiel, ich möchte 10 Sekunden lang die Arbeit auf dem Taschenrechner aufnehmen. Ich starte den Taschenrechner, bewege den Mauszeiger auf Anwendung, Zubehör, Taschenrechner. Informiere mich vorerst über das Taschenrechnerfenster mit dem Befehl xwin-info, Enter. Klicke den Taschenrechner an und bekomme so die Fenster-ID und die Koordinaten, die ich zur Aufnahme brauche. Nun kann ich die Aufnahme durchführen mit dem Kommando Byzanz-Record Leerzeichen minus D Leerzeichen 10 für 10 Sekunden Aufnahme Leerzeichen minus C für den Mauszeiger Leerzeichen minus L für eine Schleife Leerzeichen minus X jetzt 19 für die X-Koordinate Leerzeichen minus Y die Y-Koordinate 2 6 3 Leerzeichen minus W die Breite das wäre 304 dann minus H die Höhe 288 jetzt die Datei record.gif Enter. Jetzt kann ich loslegen. Mache irgendwas auf dem Taschenrechner. Zehn Sekunden lang. Okay. Am Ende kann ich mir das Ergebnis nochmal anschauen mit dem Browser. Gebe ein Firefox Leerzeichen, dann den Namen der Datei. Record.gif Enter. Gut, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Viel Spaß bei den Aufnahmen.